Wir sind Frickbau, wir sind dritte Generation, die die Firma führt. Wir sind stolz darauf, dass ich mich für auf Bau entschieden habe. Von jung auf. Für mich war es im Kindergarten schon klar. Bau hat mich fasziniert. Es gibt auch eine riesige Befriedigung, auch mit den Lehrlingen. Ist auch, wenn wir mit den Lehrlingen reden. Und man sieht am Abend, was man gemacht hat. Wir machen eigentlich alles. Strassenbau, Kanalisation, Tiefbau, Spezialtiefbau, Baugruben, Baugrubensicherungen, der konventionelle Hochbau, Tiefgarage, Mehrfamilienhäuser, Bürohäuser. Und was wir auch noch machen, wir haben ein Elementwerk, wo wir Teil machen wir im Werk, wir haben vorfabriziert und auf den Bau aufgestellt. Zum Beispiel ist die Halle. Die Halle sind im Berg gemacht und aufgestellt worden. Und was wir sehr stark sind, ist Industrie-GU. Wir bieten Stück 1 an, Industriegebäude. Und dort schaffen wir Thema Element. Wir planen es, konstruieren es. Und dort ist Thema Arbeit, Elementbau, konventioneller Bau. Wir haben über 200 Leute und unser grosses Know-how und unser grosses Plus ist, ich rede jetzt Vorarbeit, zwei Generationen vor uns haben gute Vorarbeit geleistet. Und was wir jetzt, ist hier eine Stärke für uns. Wir drei spielen super Thema. Der Emil, der Arnold und ich. Und wir sind drei verschiedene Typen. Jeder hat sein Gebiet, wo er verantwortlich ist und durch das sind wir einfach, sage ich, extrem schlagkräftig. Die Firma Frickbau hat 8 Lehrlinge. Und davon sind 3 Stock in der Abteilung Straßenbau und 5 in der Abteilung Hochbau als Maurer. Ein Lehrling muss jetzt ein handwerkliches Geschick haben, mit früh an der frischen Luft arbeiten, gute räumliche Vorstellungsvermögen und eine gesunde Natur, dass er das Wetter aushebt. Ja, selbstverständlich, als Maurer ist eine gute Grundausbildung. Du kannst nachher weitermachen als Vorarbeiter, kannst Vorarbeiterschule machen oder Polierschule. Oder gleich als Bauführer, kannst du auch die Bauführerschule machen, wo auch in 3 Jahren erledigt ist. Und nachher hast du auch noch die Weiterbildungsmöglichkeit zum Maurermeister oder Baumeister. Und wenn es dich ganz interessiert, kannst du auch als Zeichner weitermachen und bis zum Architekt aufkommen. Also es ist eine weite Bandbreite. Herr Hasler, welcher Gedanke steckt hinter den Unternehmungsbesuchen, die Sie regelmäßig wahrnehmen? Also für mich ist es einfach wichtig, dass ich einen tiefen Einblick bekomme in die heimische Wirtschaft, sei das Finanzplatz, Industrieplatz oder auch Gewerbe. Und ich genieße es eigentlich, um hier die verschiedenen Unternehmen, die verschiedenen Branchen besuchen zu können, um einfach zu verstehen, wo die Bedürfnisse liegen, wo gewisse Anliegen sind und entsprechend das in meine Entscheidungen noch einbauen kann. Wieso besuchen Sie heute die Firma Frickbau? Ich denke, es ist ein ganz wichtiger Betrieb, wo wir heute besuchen kommen mit der Firma Frickbau. Es ist eine andere Branche, die ich in dem Sinn nicht kennt habe. Und für mich ist es einfach wichtig, wirklich vielfältig die Branche anzuschauen. Und Frickbau ist für mich auch ein Paradeunternehmen, um mal den Bereich vom Hochbau, vom Tiefbau, vom Elementbau nachher kennenzulernen. Ist es wichtig für Unternehmer wie Frickbau von der Regierung auf diese Art wahrgenommen zu werden? Diese Frage müssten Sie eigentlich den Unternehmer stellen. Ich denke, es ist eine gute Gelegenheit, sich einmal auszutauschen. Es schafft einfach entsprechend eine Offenheit, dass man die Punkte, die einem interessieren, einmal einbringen kann, dass man gewisse Anliegen deponieren kann, dass man auf aktuelle Situationen auch hingewiesen wird, wo vielleicht einmal der Schuh drückt, wo gewisse Anliegen sind, auch von politischer Seite her. Ich kann entsprechend auch Punkte zurückspielen und das ist für mich wirklich eine gute Gelegenheit. Was nehmen Sie für sich aus diesem Besuch immer mit?
Also ich nehme aus diesen Besuchen sehr viel mit, weil ich einfach wirklich spüre, was den Unternehmen wichtig ist, wo wir von der Politik etwas für die Unternehmen machen können. Und das nimmt mir ganz konkrete Fälle nach, konkrete Punkte, die man ansetzen kann und damit eigentlich bei uns die Wirtschaft unterstützen kann und damit da gewisse Staus im Weg rumkommen kann. Wie wichtig sind unsere Lehrlinge im Land? Die Lehrlinge sind extrem wichtig aus meiner Sicht. Das ist eigentlich der Nachwuchs, den wir brauchen. Wir haben eine sehr vielfältige Landschaft, wenn man die Stellenmöglichkeiten anschaut im Land, die verschiedenen Lehren, die man machen kann. Und es ist wichtig, dass wir entsprechende Fachkräfte bei uns selber ausbilden können, damit die nachher auch in die Fußstapfen eintreten können von den anderen Arbeitnehmern, die heute schon gute Positionen inne haben. Wie hat es Ihnen persönlich der Besuch bei Frickbau gefallen? Es war ausgezeichnet. Ich muss sagen, wir hatten einen ganz tollen Nachmittag. Es war sehr vielfältig. Ich habe wirklich einen tiefen Einblick bekommen ins Unternehmen. Das Highlight ist natürlich noch, dass ich in die Backerei einsteigen darf und mal direkt selber Hand anlegen darf. Ich muss sagen, es war wirklich spannend. Und auch der persönliche Austausch am Schluss ist für mich immer noch so die Abrundung von so einem Besuch. Also sehr, sehr gut gewesen. Kann jedes Unternehmen ein persönliches Gespräch mit Ihnen wahrnehmen? Also ich bin grundsätzlich offen. Wie gesagt, wir versuchen ja, die Unternehmensbesuche von Zeit zu Zeit umzusetzen. Und natürlich kommt das Unternehmen auf mich zukommen, wenn sie gewisse Anliegen haben. Es kommt immer wieder vor, dass ein Unternehmer einmal ein persönliches Anliegen hat und mit mir in Kontakt treten will. Und dann bieten wir auch Gelegenheit.